Einen schönen guten Morgen an euch, auch von mir. Ich freue mich darüber, heute noch mal ein zweites Mal nachzulegen nach der Predigt letzter Woche. Danke, Thomas, für deine warmen Worte. Ja. Aber du hast auch jetzt mit deiner Aussage die Messlatte für die Predigt auch ein bisschen höher geschraubt. Aber ich gebe auch gerne zu, ich bin auch ein bisschen nervös, ein bisschen angespannt, weil die Predigt heute nämlich einen ganz anderen Charakter bekommen wird als letzte Woche. Aber ich lasse Gott einfach gerne auch machen. Lass mich nochmal zu Beginn kurz ein Gebet sprechen. Lieber Vater, danke, dass wir jetzt gemeinsam auf dein Wort hören können und dass wir uns einfach nochmal diese Begegnung zwischen Bartimäus und Jesus anschauen können. Ich bitte dich, dass du meine Worte gebrauchst, dass du sie benutzt, dass du wertvolle Impulse sendest an uns alle und dass du Sprechen und Hören segnest. Amen. Ich habe letzte Woche versucht, diese Erzählung, diese Begegnung Bartimäus und Jesus aus der Perspektive von Bartimäus wiederzuspiegeln. Und ich finde es einfach auch total interessant, sich einfach mal diese Frage zu stellen: Wie haben denn diese Protagonisten, die an so einer Erzählung beteiligt waren, überhaupt diese Begegnung erlebt? Und das ist jetzt ganz unabhängig jetzt von mal dieser Erzählung Begegnung zwischen Bartimäus und Jesus. Das könnt ihr über die gesamten Bibeltexte machen. Weil normalerweise, wenn wir Bibel lesen, schlagen wir sie auf und dann haben wir diese Position des neutralen Beobachters. Und da kann man natürlich sehr wertvolle Impulse ziehen, keine Frage. Aber wenn man sich doch mal überlegt, wie haben denn die einzelnen Protagonisten diese Begegnung erlebt, mal ihre Perspektive einnehmen, sich vielleicht mal vorzustellen, was für einen Alltag bringen diese Leute mit, das ist ein Riesenschatz, den man dabei entdecken kann. Und das geht nicht nur mit dieser Erzählung jetzt Bartimäus und Jesus, sondern wie gesagt, es könnt ihr über das gesamte Alte und Neue Testament mal versuchen. Was ich heute gerne mit euch machen möchte, ist die Runde 2, indem wir uns diese Erzählung aus der Perspektive von Jesus mal anschauen. Welche Gedanken gingen vielleicht Jesus ein Stück weit durch den Kopf? Und was können wir aus der Art und Weise, wie Jesus mit Bartimäus umgeht, was können wir für unseren Alltag einfach lernen? Wo kann Jesus uns da ein Vorbild sein? Dafür nehme ich euch jetzt nochmal mit, einfach in diesen Kontext dieser Geschichte. Stellt euch vor, oder ihr müsst wissen, wir haben Sonntagmorgen. In Jericho sind wir und Jesus ist mit seinen Jüngern wahrscheinlich am Freitag nach Jericho gezogen. Damit beginnt die Schriftlesung im Vers 46. Und Jesus hat diesen Sabbat in Jericho verbracht. Und am Sonntagmorgen ging dann diese Truppe, Jesus, Jünger, gemeinsam los Richtung Jerusalem. Und das war ein besonderer Tag und auch eine besondere Woche, weil das Passafest in Jerusalem unmittelbar bevorstand. Passafest, das ist das höchste und wichtigste Fest des jüdischen Glaubens. Weil daran wird er erinnert, dass das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten ausgezogen ist und damit die ersten Schritte eines jüdischen Volkes, einer jüdischen Identität überhaupt begonnen haben. Im weiteren Verlauf mit Mose kam dann die 10 Gebote und damit auch die Grundlage einer jüdischen Kultur, einer jüdischen Staates, hat ja da alles begonnen. Und daran wird eben bei dem Passafest gefeiert. Und da können wir uns ungefähr vorstellen, das ist vielleicht für die Israeliten vergleichbar, heute würden wir vielleicht sagen Nationalfeiertag. Und was dann völlig normal war, wenn das Passafest bevorstand, ist, dass aus allen Ecken des jüdischen Reiches eben die Leute losmarschiert sind Richtung Jerusalem, um gemeinsam eben dieses riesige Volksfest zu feiern. So auch aus Jericho. Und wenn jetzt der Text schreibt, da war eine riesige Menschenmenge mit Jesus unterwegs, da kann man sich schon vorstellen, dass vielleicht sogar halb Jericho damit unterwegs war. Und es ist Feierstimmung. Ich glaube, dass da richtig Partylaune ist. Es gibt ein Buch von einem Alttestamentler, ich habe den Namen jetzt leider nicht im Kopf, der hat sich vor Jahren mal damit auseinandergesetzt, mit den Bibeltexten aus dem Alten Testament, wo die Feierlaune der Israeliten beschrieben war. Und fest steht, die Israeliten, die konnten feiern. Und zwar richtig.
Und da könnten wir uns heute in unseren Kulturen hier in Westeuropa auch einige Scheiben mal abschneiden, weil wenn wir glauben, wir können feiern, die Israeliten, die haben das noch getoppt. Und wenn wir jetzt das mal im Hinterkopf haben, dass jetzt hier Sonntagmorgen Jesus mit den Jüngern Richtung Jerusalem wandert und eine Menschenmenge dabei ist, totaler Feierlaune, dann glaubt ihr, es herrscht da richtig Stimmung. Es war Krach. Die haben getrompeten, da wurde gekrönt, da wurde gesungen, da wurde getanzt. So, und jetzt genau in dieser Szene, dieser Stimmungslage, läuft Jesus da mit den Jüngern entlang und dann schreit Bartimäus am Wegesrand. Und wenn wir uns jetzt genau mal dieses Verhalten von Jesus, was jetzt folgt, mal vor Augen führen und uns damit ein bisschen fragen, wo kann Jesus uns oder wo kann Jesus mir persönlich dann Vorbild sein? Das möchte ich jetzt ja gerne mit euch jetzt gemeinsam mal machen und nehme euch damit auf diese Reise mal mit. Und das mache ich, indem ich euch auch die Gedanken hinter mir an der Wand präsentiere, damit ihr auch das ein Stück weit verfolgen könnt. Das Erste, was mir auffällt, ist eben, dass Jesus Bartimäus überhaupt wahrnimmt, überhaupt sieht, beziehungsweise ihn überhaupt hört. Weil es ist ja dann ein Riesenkrach, wenn wir uns versuchen, das mal vorzustellen. Da schreit jemand am Wegesrand und versucht, alle anderen Geräusche um sich herum zu übertönen. Was Bartimäus geschafft hat, keine Ahnung, aber Fakt ist, Jesus hat Bartimäus gehört. Und das finde ich schon mal sehr beeindruckend. Das Zweite, was mir auffällt, ist, dass ja eine ganze Menge Trubel, der einfach in dieser Szene auch herrscht. Einmal diese gesamte Menschenmenge, die dann, und Jesus da mittendrin, aber auch, wenn ich mir vorstelle, was Jesus eigentlich vielleicht in diesem Moment alles auch im Kopf haben dürfte. Wenn wir den Kontext Markus 10 uns weiter anschauen, da folgt ja der Einzug in Jerusalem von Jesus, also dass er auf der Eselin in Jerusalem einmarschiert und das Volk feiert. Es steht die Karwoche an, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag mit seinen ganzen Facetten. Und ich glaube, dass Jesus das auch ein Stück weit im Kopf gehabt haben dürfte. Dürfte wissen, dass da eine ereignisreiche und sehr harte Woche auf ihn zukommen wird. Da finde ich es umso beeindruckender, dass Jesus an dieser Stelle, als Bartimäus ihn ruft, Jesus auch voll auf ihn reagiert. Alles andere, was in diesem Moment in Jesu Kopf stecken mag, völlig ausgeblendet. Jesus fokussiert sich voll und ganz auf Bartimäus. Auch die Menschenmenge, die drumherum herrscht, völlig egal. Der Text ist zwar ein bisschen kurz und knapp gehalten, aber es kann trotzdem deutlich werden, dass Jesus auf die Menschenmenge drumherum überhaupt nicht reagiert, sondern ausschließlich auf Bartimäus. Das Dritte, was mir auffällt, ist jetzt eine Überlegung ein Stück weit, ja, weil ich mich gefragt habe oder man sich fragen kann, wie Jesus jetzt auf Bartimäus reagiert, wenn jetzt Bartimäus jetzt unmittelbar vor Jesus steht. Ich habe das versucht letzte Woche aus der Sicht Bartimäus so darzustellen, dass Bartimäus hingeht zu Jesus und sich ein Stück weit vor Jesus hinwirft, dass Bartimäus eine Art demütige Haltung hat. Und wenn ihr euch mal Gemälde anschaut, wie man versucht hat, sich das vorzustellen, wie das wohl stattgefunden hat, dann seht ihr sehr häufig auch in dieser Darstellung, dass Bartimäus kniete, auf dem Boden lag, irgendeine Art von Demutshaltung mit gesenktem Kopf vor Jesus hatte. Und Jesus da, wie Jesus sich da verhalten hat, ist damit ein Stück weit gerungen. Der Text selber schreibt jetzt überhaupt nichts dazu, ob Jesus aufrecht stand, ob Jesus kniete, sich hinunterbeugte oder ob er Bartimäus den Befehl gab, steh bitte auf. Was aber spannend ist, Thomas hat es ein Stück weit darauf hingedeutet, wenn ihr die Auslegung und Kommentare euch darüber aber mal durchlest, wo dann versucht wird zu überlegen, okay, wie könnte Jesus da reagiert haben, da werden sehr unterschiedliche Dinge angenommen. Nämlich entweder, dass Jesus aufrecht stand oder dass Jesus sich hinkniete. Und gerade dieses Bild, dass Jesus sich hinkniete zu Bartimäus herunter, das finde ich ein ganz spannendes Bild, weil er damit sich auf eine Augenhöhe mit Bartimäus begibt. Jesus ist bereit, sich herunterzubeugen, hinabzusteigen,
um Bartimäus in seiner Not, seiner Situation zu begegnen. Und das vierte, was mir auffällt, ist diese Fragestellung, die Jesus an Bartimäus richtet. Bartimäus, was soll ich für dich tun? Wobei soll ich dir denn helfen? Was ist denn dein Hilfeanliegen? Und weil ich denke, dass Jesus sich hingekniet hat, bekommt diese Frage auch einen völlig neuen Charakter. Mal so bildlich vorgestellt, wenn Jesus von oben herab so zu Bartimäus spricht. Ja, Bartimäus, da unten. Was willst du eigentlich von mir? Das klingt irgendwie wie eine Stück weit respektlose oder abwertende Fragestellung. Das klingt merkwürdig. Ja, in meiner Jugendzeit, da haben wir Jugendlichen uns so darüber unterhalten, ey, was soll ich dir tun, hast du ein Problem, soll ich dir helfen? Aber dann klang das eher wie in Form einer Beleidigung oder konfliktvollen Auseinandersetzung, aber in keinster Frage irgendwie Hinwendung oder Zuwendung. Weil Jesus aber sich dem Bartimäus hier zuwendet, macht es durchaus Sinn, sich diese Körperhaltung vorzustellen, von der Jesus sich hinkniete, um Jesus genau diese Frage, wobei kann ich dir denn helfen, Bartimäus? Wobei brauchst du denn meine Hilfe? Die bekommt da einen völlig neuen Charakter. Jesus ist bereit, sich auf das Niveau, auf dieses Milieu, in die Lebenssituation von Bartimäus voll und ganz einzulassen. Und das Fünfte, was mir auffällt, und das beeindruckt mich wirklich in dieser Szene ganz besonders, ist, dass Jesus, obwohl er sich voll und ganz auf Bartimäus fokussiert, in keinstem Fall aus dem Blick verliert, worum es überhaupt geht. Denn nachdem Jesus dieses Heilungswunder vollbracht hatte, ich glaube, wir können uns alle vorstellen, dass Jesus sich mit Bartimäus gefreut hat, dass er das Augenlicht wieder hatte. Da ging gerade diese Feststimmung, diese Partylaune gerade umso weiter. Und dann endet der Text damit, dass Bartimäus sich der Gefolgschaft Jesus anschloss und sie weiterzogen Richtung Jerusalem. Jesus ist voll fokussiert auf Bartimäus, verliert aber in keinem Fall aus dem Auge, dass Gottes Heilsplan unmittelbar bevorsteht. Deswegen, Jesus verliert das große Ganze drumherum nicht aus den Augen. Wenn man sich jetzt diese fünf Pfeile die mal anschaut, wie ich sie da angeordnet habe, dann hat das auch einen guten Grund. Die linken beiden Pfeile, wo Jesus Bartimäus wahrnimmt, wo er ihn überhaupt sieht, die sind sehr stark beeinflusst von äußeren Begebenheiten, von den ganzen Impulsen, die jetzt sich so um Jesus herum bewegen. Die linken Pfeile, das ist so ein Stück weit auch Ausdruck von dem, wie Jesus sich unmittelbar verhält. So ein Stück weit so ein Spiegel, ja, von dem Innersten, wie Jesus sich überhaupt, wie Jesus eingestellt ist, welche Grundeinstellung Jesus für Bartimäus in diesem Moment hatte. Und der untere Pfeil, der ist so ein Stück weit wie so ein Fundament dessen, worauf alles Weitere fußt. Wenn man sich diese Frage stellt, was ist der gemeinsame Nenner von dieser ganzen Angelegenheit hier, dann fällt man auf, das Verhalten Jesu, alle fünf Pfeile, die spiegeln das wider, was sein ganzes Herz eigentlich ausmacht. Jesus vollständige, tiefe Liebe für die Menschen dieser Welt, ausgedrückt im Verhalten gegenüber Bartimäus. Und ich finde das ein fantastisches Vorbild, was Jesus hier eigentlich macht. Wie er in voller Liebe diesem Bartimäus in seiner Situation begegnet. Ich habe es mal so genannt, es ist Ausdruck einer Essenz tiefster Liebe, tiefstem Liebesdienst, tiefster diakonischer Haltung Jesu gegenüber unseren Menschen oder gegenüber seinen Menschen. Wenn man sich jetzt fragen mag, wo kann Jesus uns mit dieser absolut reinen, vielleicht sogar reinen Form
des Liebesdienstes uns, dir, mir ein Vorbild sein für unseren Alltag? Was nehmen wir jetzt vielleicht aus dieser Situation mit, wie Jesus hier ganz besonders auf diesen Bartimäus reagiert hat? Da lade ich euch jetzt ein, dass wir uns gemeinsam so ein Stück weit so einen Spiegel jetzt mal vor Augen halten, um uns genau diese Frage auch zu stellen, mit den einzelnen Schritten dieser Begegnung, wo Jesus dir und mir ein Vorbild sein kann. Und warum ich das mache, liegt doch einfach in der Sache begeben. Diese Gemeinde hat verschiedene diakonische Projekte am Laufen. Und auch wir selber haben ja auch darüber hinaus vielleicht den Anspruch oder den Wunsch, dass wir diakonisch irgendwie mit unseren Mitmenschen zu tun haben wollen. Jetzt benutze ich das Wort Diakonie oder diakonisch ja schon eine Weile. Und auch hier im Gemeindehaus benutzen wir das so selbstverständlich. Wisst ihr eigentlich, woher das kommt? In der Diakonie verbirgt sich das griechische Wort des Diakonos. Diakonos, das ist so das Oberwort, woraus alle weiteren Worte abgeleitet werden. Und Diakonos heißt eigentlich ganz einfach nur Diener. Wird in der Bibel gerade im Neuen Testament so häufig benutzt. Aber mit dem Diener, dem Diakonos, der wird eigentlich nur beschrieben, der einfache Diener, der Herrschaften, der Königselite, den leitenden Angestellten und Personen einfach zu Diensten ist. Es war der Angestellte, der Butler. Aber Jesus benutzt gerade, wenn er von dem Dienst an den Menschen spricht, immer wieder diese Worte um den Diakonos herum. Und Paulus greift das in den Paulusbriefen auch wieder auf. Und dadurch passiert Folgendes, dass nämlich durch das Zeugnis des Neuen Testamentes dieser Begriff vom einfachen Diener neu gefüllt worden ist zum Liebesdienst. Ist eigentlich, wenn man will, man kann es sagen, er ist befördert worden vom einfachen Diener zum Liebesdiener. Zum obersten Zeugnis dafür, was Jesus sich eigentlich vorgestellt hat, wenn er von Diener, vom Dienst gegen den Mitmenschen spricht. Jetzt gebe ich euch eine ziemlich steile Vorlage. In Johannesbrief, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, an euren Taten sollen die Mitmenschen erkennen, dass ihr alle zu mir gehört. Es sind eure Taten, die davon sprechen, dass ihr Christen seid. Es sind eure Taten, die eigentlich das größere, deutlich bessere Zeugnis der Beziehung zu mir widerspiegeln, als all das, was ihr reden könnt. Und gerade deshalb finde ich es ja so beeindruckend, sich immer wieder auch diese Frage zu stellen, wo können wir am Verhalten von Jesus etwas für unseren Alltag oder genauer gesagt für unseren Liebesdienst an unseren Mitmenschen etwas lernen. Es mag ein ziemlich hohes Vorbild sein, wenn man diese Essenz des reinen Liebesdienstes mitnimmt oder betrachtet. Es mag auch ein ziemlich hoher Anspruch sein. Nimmt man jetzt so eine leicht negative Brille auf das Ganze hinaus, dann denkt man sich, okay, mit meinen Schwächen, mit meinen Makeln, mit ganz den Dingen, die ich so im Alltag mit mir rumschleppe, da komme ich ja überhaupt gar nicht mal hin. Dann brauche ich es gar nicht erst probieren, dann ist die Diakonie vielleicht besser dran, wenn ich es sein lasse. Man kann aber auch sehr positiv drüber nachdenken und sagen, okay, lass mich doch einfach mal auf diese Reise ein, auf diese Überlegung, wo kann ich von Jesus lernen, und formuliere es als Lernfeld. Als Lernfeld, wo man einfach mal sich darauf einlässt, sich von Jesus ein Stück weit auch verändern zu lassen. Und das mit dem Rucksack deines Alltags, den du permanent mit dir rumträgst. Und mach dir eine Sache vielleicht nebenbei bewusst, dass Jesus seinen eigenen Rucksack auch immer dabei hatte. Und ich glaube, dass der Rucksack von Jesus gewaltig groß war. Wenn ich ihn mit meinem Rucksack vergleiche, den ich im Alltag mit mir rumtrage, dann würde ich behaupten, ich bräuchte für Jesu Rucksack einen Anhänger. Und ich glaube, ihr alle auch. Diesen Rucksack, den Jesus mit sich rumgetragen hat, den will ich nicht haben, ganz ehrlich. Umso beeindruckender ist es aber, wie Jesus trotzdem auf seine Mitmenschen reagieren kann. Lasst uns kurz diesen Spiegel nehmen und mal diese 5 Pfeile uns mal widerspiegeln, wie wir vielleicht in dieser Situation, wenn wir an Jesu Stelle gewesen wären, wie hätten wir darauf reagiert?
Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich überlege, dieser erste Pfeil, dass diese ganze feiernde, tobende Menschenmasse um mich herum ist, auf mich wären eine Vielzahl von Signalen und Impulsen eingeströmt. Ich hätte wahrscheinlich alles gehört und gar nichts. Und ich denke, ich hätte Bartimäus völlig überhört. Das wäre ein Rufen von vielen gewesen und es hätte meine Bereitschaft, diese Grundhaltung zu sagen, okay, ich möchte einen Liebesdienst vielleicht irgendwie mal machen, völlig übertönt. Und wegen die Signale und Reize, die auch in unserem Alltag uns immer wieder begegnen mögen, die haben einfach ihren Einfluss auf uns und die dürfen auch eine gewisse Störung mit sich bringen. Ich habe mal so einen Pfeil dafür reingemacht, also einen Blitz, so als Zeichen der Störung, wo einfach auch mal ein Hinderungsgrund sein mag. Und ich glaube auch, wenn wir uns das bewusst machen, dass wir diese Signale und Reize einfach in unserem Alltag mit uns rumtragen und das auch völlig in Ordnung ist, geht es doch hier gar nicht darum, jetzt eine Bewertung abzugeben, also gut oder schlecht, richtig oder falsch. Es ist einfach erstmal eine Darstellung, wie wir eigentlich mit unserem Menschsein drauf sind. Und das Gleiche fällt mir auf, wenn ich diesen zweiten Gedanken in Angriff nehme, dass Jesus seine Passawoche oder seine Karwoche eigentlich in seinem Kopf mit sich rumträgt. Und da muss ich mir auch klar machen, das geht mir nicht anders. Ich bin damit auch mit meinen Terminen und mit meinen Gedanken immer wieder irgendwo unterwegs und bin manchmal vielleicht einfach nicht bei dem Punkt. Ja, ein ganz einfaches Beispiel, Predigt schreiben, das macht mir unglaublich viel Spaß. Aber meine Frau weiß ganz genau, ich bin mindestens einen Tag in der Woche völlig unbrauchbar. Sie braucht gar nicht drüber nachdenken, zu fragen, ob ich im Haushalt helfe. Das funktioniert nicht, ich bin mit dem Kopf nicht da. Und wenn ich mir vorstelle, ich gehe jetzt hier zu den Essensrettern, zu der Kleiderkammer, zur Suppenküche oder nächste Woche, wenn wir jetzt hier wieder einen Gottesdienst machen wollen für die Diakonie, für die Bedürftigen. Wenn ich da mit meinem Alltagsrucksack da komme und mit dem Kopf einfach auch vollgeladen bin, bin ich dann überhaupt in der Lage, einem Mitmenschen, der Hilfe vielleicht sucht, einfach überhaupt zuzuhören, ihn wahrzunehmen? Bin ich da überhaupt in der Lage, mich da einfach hinzusetzen und zu sagen, klar, ich will dir einen Liebesdienst tun? Ich habe es mal genannt, Strukturplan. Das sind einfach diese Gedanken und so weiter, die so diesen Alltagsstruktur einfach mit sich bringen. Und die können da genauso einfach ein Hinderungsgrund dabei sein, dass unser Herz völlig frei ist für das, was wir unseren Mitmenschen eigentlich tun wollen. Und das sind jetzt wieder, wie gesagt, nur diese äußeren Impulse, die so einfach über uns einprasseln. Und das ist halt einfach auch spannend, weil es unser Alltagsmoment einfach ist. Aber das, wie gesagt, das ist weder schlecht noch gut, noch richtig oder falsch. Das sind einfach diese Dinge, die wir mit uns rumtragen. Mit der dritten Beobachtung, die mir aufgefallen ist, wie Jesus sich eben auch zu Bartimäus verhält, dass er sich hinkniet und sich mit Bartimäus auf eine Wellenlänge oder auf eine Augenhöhe begebt, kann ich mir die Frage stellen, wie sieht eigentlich meine innere Haltung aus? Wie bin ich eigentlich innerlich darauf eingestellt, mit meinen Mitmenschen überhaupt in Kontakt zu treten? Ich muss mir ja bewusst machen, dass der Hilfesuchende eine ganz andere, vielleicht sogar gesellschaftliche Stellung hat als ich. Bin ich bereit, eine gewisse Form des Kulturkampfes zuzulassen? Der Hilfesuchende, der hat ja eine ganz andere Lebenssituation als ich. Bin ich bereit, diese Widersprüche, die er mir wahrscheinlich jetzt gleich ausdrücken möchte, bin ich dir überhaupt in der Lage oder bereit dazu, das überhaupt mal zuzuhören, das zu verarbeiten, das überhaupt auch mal stehen zu lassen? Kann ich das oder kann ich das überhaupt gar nicht? Und es ist eine spannende Sache, weil es ist immer wieder eine neue Herausforderung, sich einfach auch darauf einzulassen, mal das Gegenüber zuzuhören und sich eben, ich versuche es mal darzustellen mit den Händen, sich eben auf seine Lebenswirklichkeit vielleicht ein Stück weit hinunterzulassen. Mit der vierten Beobachtung, als Jesus dann sich zu Bartimäus nicht nur runterbeugt, sondern ihm diese Frage stellt, lieber Bartimäus, was soll ich dir denn eigentlich tun? Wofür brauchst du denn meine Hilfe eigentlich?
was ist denn dein Herzensanliegen, dein Anliegen, jetzt hier überhaupt so zu rufen? Das ist ein Stück weit die Königsdisziplin der totalen diakonischen Hingabe. Weil Jesus ist nicht nur bereit, sich ein Stück weit hiermit auf das gleiche Niveau zu begeben, sondern er taucht so ganz in diese Lebenswirklichkeit von Bartimäus ja mit ein. Und da muss ich mich auch immer wieder auch dann fragen, bin ich dafür überhaupt selber auch bereit oder vielleicht in der Lage dazu, das so zu machen? Bin ich bereit, sämtliche Berührungsängste abzulegen? Bin ich bereit, alles beiseite zu räumen, was in jeglicher Art und Weise jetzt hier versuchen möchte, zu stören, dass ich mit dem Hilfesuchenden in einen, nennen wir es mal wirklich, einen reinen Kontakt zu bekommen? Wir haben diese Frage gestellt anhand eines anderen kleinen Beispiels. In der Gemeinde tut man sich ja sehr häufig sehr einfach damit zu sagen, okay, wir dekorieren das Gemeindehaus, wir bereiten alles schön vor und wir machen eine tolle Veranstaltung und laden fleißig die Leute ein, in der Hoffnung, dass die Leute kommen. Das machen wir nicht nur hier in dieser Gemeinde, das machen im Prinzip alle Gemeinden in Deutschland so, mit verschiedener Art und Weise. Und man steht dann in einem dekorierten Gemeindehaus, offene Tür mit einem schönen großen Schild mit herzlich willkommen und wartet, dass die Leute kommen. Und dann steht man aber nach wie vor als Gemeinde innerhalb des Gemeindehauses und wartet, dass die Leute von selbst kommen. Das ist eine typische Grundhaltung bei vielen Kirchen, die sagen, okay, wir machen das einfach so, die Leute sollen jetzt zu uns kommen. Aber in dieser Königsdisziplin diakonischer Arbeit, da steckt auch so ein Stück weit diese Haltung hin, bin ich als Gemeindemitglied oder wir als gesamte Gemeinde, sind wir bereit, auch zu den Bedürftigen, zu den Hilfesuchenden überhaupt hinzugehen? Weil darin steckt auch so eine gewisse Form dieser Haltung. Wie würden wir oder wie würdest du reagieren, wenn es ein Bedürftiger, der hier bei den Projekten herkommt, dich fragt, könntest du dir vorstellen, am Dienstag zu mir zum Kaffee trinken zu kommen? Ganz mal direkt diese Frage, wie würdest du darauf reagieren? Würdest du zustimmen oder würdest du ablehnen? Mit den Berührungsängsten und den ganzen Gedanken, die dir in diesem Moment vielleicht durch den Kopf gehen. Ich würde behaupten, nur Jesus, oder ich muss es nicht behaupten, das sehen wir ja durch die Evangelien hindurch. Jesus ist immer wieder zu den Bedürftigen, zu den Hilfesuchten nach Hause gegangen, hat mit denen gemeinsam gegessen. Auch gerade mit den Leuten, die in der Gesellschaft völlig verpönt waren und ausgegrenzt waren. Zöllner Zachäus, Zöllner Matthäus sind ja beide die prägnantesten Beispiele. Die wollte keiner in der Gesellschaft eigentlich haben. Die waren einfach da, die waren so verhasst wie hier die Steuereintreiber. Die brauchte eigentlich keiner, die waren halt da. Und Jesus geht aber zu denen nach Hause und hat mit denen gemeinsam gegessen. Und das ist für mich halt auch so ein Punkt, wo ich mir wirklich auch dann auch bildlich vorstellen kann, bin ich bereit, genau diese Bewegung hier zu tun, aus meinem Milieu hinunter in das Milieu der Bedürftigen, der Hilfesuchenden. Ich glaube, dass wir diesen Schritt aber auch gehen müssen. Diese Bewegung zu machen, dass diese Lebenswirklichkeit von den Hilfesuchenden hinabzusteigen. Mit einem ganz einfachen Grund. Der Hilfesuchende, der hat ja sein Problem, der bringt jetzt sein Package mit. Der ist überhaupt gar nicht in der Lage, im Prinzip nach oben zu klettern. Wenn wir mal dieses Bild wieder für oder die Situation in der Suppenküche einfach auch nehmen. Die Leute kommen ja hierher, weil sie sich selber nichts mehr zu essen kaufen können. Da ist ja auch eine gewisse Not da. Da ist ja auch nicht nur die Not nach Gemeinschaft, nach Gesellschaft da, sondern da ist auch eine materielle, finanzielle Not da. Und dann kommt dieser Mensch hierher, freut sich darüber, dass er etwas Warmes zu essen bekommt. Und dann hat er hier eine Zeit von vielleicht 2 Stunden und kann so ein Stück weit seine Bedürftigkeit, seinen Alltag ein Stück weit ausklammern. Und wir, wenn wir das dann mitarbeiten und mithelfen, dann sind wir dabei und geben quasi diesen Liebesdienst weg. Aber sobald die Veranstaltung beendet ist, gehen wir quasi in unseren, ich nenne es mal wohlständigen Alltag. Und der Bedürftige geht in seinen bedürftigen Alltag zurück. Also er hat ja seine Alltagssituation in keinster Weise, in irgendeiner Art und Weise verlassen oder verloren. Der bleibt ja da drin. Und deshalb ist es auch der Unterschied zwischen Liebesdienst oder einfachem
Dienst oder einfacher Arbeit, dieser, ob wir, ob du und ich bereit sind, uns auf das Niveau der Hilfesuchenden hinabzubegeben. Erlaubt mir an dieser Stelle eine kleine Form der Kirchenkritik einzublenden. Ich habe jetzt in meiner 10, 15 Jahren, wo ich jetzt auch theologisch unterwegs bin, auch viele Gemeinden auch in Deutschland kennengelernt, habe auch einiges über Gemeindelandschaften und so weiter gelesen. Es gibt Gemeinden in Deutschland, die kriegen diese Bewegung hin zu den Bedürftigen in keinster Weise hin. Und obwohl wir natürlich sehr positiv in den christlichen Zeitungen auch lesen können, dass gerade die Freikirchenlandschaft in Deutschland auch nach wie vor noch wächst und dass neue Leute dazukommen, dass neue Mitglieder aufgenommen werden, gibt es leider aber auch diese Realität, dass pro Jahr 1, 2, 3 Gemeinden noch abgewickelt werden müssen, die einfach aussterben, wo zu viele Leute austreten oder weggehen, aus welchen Gründen auch immer, und die Gemeinde einfach, dass es keinen Sinn mehr gibt, diese Gemeinde künstlich am Leben zu halten. Und bei diesen Gemeinden merkt man das sehr deutlich, dass es genau dieses Problem nämlich da ist. Die Gemeinden, die sind hier, wenn ich jetzt den oberen Arm für diese Gemeinde nehme, da sind die Gemeinden festgefahren. Die sind in keinster Weise in der Lage, sich zu bewegen. Und die Angst und diese Begründung, die dahinter steckt, dass man sich nicht bewegen möchte, die ist häufig damit gegeben, dass man seine Tradition, seine Glaubensüberzeugung überhaupt nicht aufgeben möchte. Man hat die Sorge, dass wenn man sich zu den Bedürftigen oder in die Lebenswirklichkeit der außenstehenden Mitmenschen hineinbegibt, dass man seine Glaubensüberzeugung dafür ablegen muss. Und deswegen halten gerade auch solche Gemeinden krampfhaft daran fest und sagen, nee, die Leute, die zu uns wollen, die müssen erst einmal unsere Glaubensüberzeugung annehmen, quasi zu uns hier hochklettern, damit sie zu uns passen. Und wie gesagt, diese Gemeinden, die sterben aus. Es gibt aber auch eine andere Form, wie man letztendlich diese Bewegung nicht macht oder, ich formuliere es eher, falsch macht. Ich habe von einer Gemeinde gehört in Norddeutschland, die hat vor ein paar Jahren eine Osterfestwoche gemacht. Und diese Festwoche haben sie aber so gemacht, dass sie alles, was irgendwie christlich anstößig sein könnte, gerade halt das Tun von Jesus, Abendmahl, die haben ein Stück weit die Kreuzigung, auch die Auferstehung und die tiefgreifende Botschaft, die dahinter steckt, komplett, nennen wir es mal, entmythologisiert. Sie haben diese ganzen Wundertaten, auch das, was das Einzigartige ist aus dieser Woche, muss sie wirklich rausgestrichen und haben eigentlich nur eine Festwoche gemacht mit ein bisschen Ostern dran, in der Hoffnung, dass die muslimische Nachbarschaft letztendlich zu den Veranstaltungen kommt. Ob es funktioniert hat, weiß ich nicht, aber ich bezweifle es sehr. Weil nämlich, was die Gemeinde gemacht hat, ist, sie hat sich versucht, auf die Begegnung mit den Mitmenschen einzulassen, hat aber wirklich die Glaubensüberzeugung komplett rausgestrichen. Wie soll dann in einer solchen Situation der Liebesdienst sein, den Jesus sich vorstellt, wenn er sagt, es an euren Taten sollen die Leute erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr zu mir gehört? Da stelle ich mir wirklich diese Frage. Und da sind wir eigentlich auch wieder bei Jesus, bei dem Vorbild. Und das ist nämlich der 5. Pfeil, der unten steht. Jesus hat sich voll und ganz auf die Ebene mit Bartimäus eingelassen. Jesus ist Bartimäus begegnet in seiner Lebenswirklichkeit, in der Situation, in der Bartimäus in diesem Moment steckt. Jesus hat es voll begriffen, dass Bartimäus sagt, ich kann ihn sehen und ich will diese Welt sehr gerne mit meinen eigenen Augen sehen. Und Jesus hat in keinster Weise seine Glaubensüberzeugung, seine Überzeugung an Gott den Vater, die bevorstehenden Heilsplan, der in den nächsten Tagen vollzogen wird, das hat Jesus in keinster Form abgelegt. Jesus hat das eher viel deutlicher noch mit hineingenommen in diese ganze Situation, weil durch die Heilung
hat sich ja Bartimäus überhaupt erst entschlossen, Jesus nachzufolgen. Und da denke ich, dass wir uns persönlich, jeder für sich, aber auch wir als Gemeinde sehr gut damit unterwegs sind, oder vielleicht an der Stelle wirklich das Wort richtig zu benutzen, richtig unterwegs sind, wenn wir uns damit auseinandersetzen, Jesu als Vorbild zu nehmen und die gleiche Lebensebene, Lebenswirklichkeit wie unsere Hilfesuchenden auch anzunehmen. Und dabei, deswegen ist dieser Arm ganz praktisch, die Glaubensüberzeugung, die jetzt mal durch den Arm vielleicht symbolisiert ist, wirklich mitzunehmen und die Bewegung aus der Schulter herauszumachen. Diese Bewegung hier, nur mit den Fingern, funktioniert nicht. Diese hier geht auch nicht. Es ist wirklich diese Bewegung mit der Glaubensüberzeugung, mit dem, was uns als Christen überhaupt ausmacht, sich zu versuchen, auf die gleiche Ebene zu bewegen wie unsere Hilfesuchenden. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass du und ich, dass wir auch als Gemeinde genau diese Bewegung auch machen können. Ich bin davon überzeugt, dass das funktioniert und dass das wirklich eine sehr gute Botschaft auch für alle diejenigen wird, die auch außerhalb dieser Gemeindelandschaft in den Genuss unserer diakonischen Arbeit kommen. Ich glaube aber auch, dass wir das alleine nicht hinkriegen. Weil wir einfach mit unserem Menschsein, mit unserem Rucksack, den wir all diese, die wir durch unseren Alltag mit uns herumschleppen, dass wir trotzdem immer wieder diese Störungen haben, die gegeben sind. Ich habe ein paar Mal klicken vergessen. Ja. Diese Störungen, die sind einfach da. Und die machen uns aber auch menschlich, die machen das Menschsein überhaupt aus, ja, dass einfach auch Störungen aufeinandertreffen. Und es spielt ja gar keine Rolle, ob dann eine Störung, ob zwei Störungen, ob 50 Störungen da sind. Das ist einfach diese menschliche Natur unseres Rucksacks und die machen uns aber auch völlig authentisch. Und jetzt ist das Spannende dabei, dass diese Frage, was soll ich dir tun, wobei kann ich dir denn helfen? Dass wenn wir uns den Spiegel vor Augen halten, dass Jesus uns diese Frage dann in diesem Moment aber auch direkt stellen kann. Welchen Rucksack bringst du denn eigentlich mit? Welchen Rucksack bringen wir denn mit in unsere Bereitschaft hinein, Liebesdienst leisten zu wollen? Welcher Rucksack ist denn einfach da gegeben? Welche Störungen bringen wir da mit, die uns daran blockieren und daran hindern mögen, jetzt genau dieses Herz auch für unsere Mitmenschen ausstrahlen zu können? Und ich finde das total spannend und total befreiend, dass diese Frage auch von Jesus an mich selber kommt. Ich finde das total befreiend, dass Jesus sagt, hier, leg das und das, was dich da beschäftigt, diese ganzen Störungen hin. Gib sie mir ab, sodass du diesen Liebesdienst leisten kannst, den du so gerne machen möchtest. Und ich glaube, dass auch die Grundlage dafür, dass das überhaupt geht, nicht darin liegt, dass wir einfach sagen, wir wollen hier was Tolles machen. Und ich glaube, dass das in dieser Grundbereitschaft liegt, wenn wir uns zu Jesus wirklich hingeben und sagen, Herr, hier bin ich, mach was draus. Ich glaube auch, dass das keine einmalige Aktion ist, so nach dem Motto, okay, ich entscheide mich jetzt mal heute mal was Nettes zu machen. Herr, bitte gib mir die Möglichkeit, heute einen Liebesdienst zu machen. Und morgen ist das wieder ad acta gelegt. Nein, ich glaube, das ist auch ein Prozess. Das ist ein Prozess, wo Jesus auch uns dann direkt auch sagt, okay, ich finde es total super, wenn du einen Liebesdienst an deinen Mitmenschen leisten möchtest, dann gehen wir gemeinsam auf diese Reise. Und es ist auch nicht ein Prozess, der mal anfängt und irgendwann mal endet, sondern weil wir auch unseren Rucksack einfach jeden Tag auch mit uns rumschleppen, der Alltag einfach immer wieder seine eigenen Hürden mit sich bringt, ist dieser Prozess, mit Jesus gemeinsam unterwegs zu sein in die diakonischen Arbeit, auch ein immer wiederkehrender Prozess. Es ist ein immer wieder sich zu Jesus hinwenden und sagen, Herr, ich brauche gerade deine Hilfe, um im Kopf frei zu werden, um in meinem Herzen frei zu werden, damit ich den Liebesdienst leisten kann, den ich so gerne tun möchte. Wir haben in dieser Gemeinde ein großartiges Motto, wie ich finde. Wir wollen
dass die Liebe Gottes in allem, was wir tun und in dem, was wir sagen, für alle Menschen spürbar wird, ihnen Hoffnung gibt und ihren Herzen Wurzeln schlägt. In diesem Motto steckt ein so riesen Potenzial da drin, Liebesdienst an unseren Menschen zu leisten. Eine so gewaltige Möglichkeit, hier in dieser Stadt Hanau ein großartiges Zeugnis abzugeben von dem Jesus, von dem wir so überzeugt sind. Und ich lade euch ein, ich mache euch Mut dazu, nicht nur von heute an, sondern einfach auch in den nächsten Wochen, Monaten euch selbst auszuprobieren und selbst auf diesen Weg zu machen, die Bereitschaft für euch auch zu formulieren, ja Herr, ich habe total Lust darauf, mich einfach darauf mal einzulassen, was es bedeutet, diakonische Arbeit zu leisten. Der Mitmenschen einen Liebesdienst zu geben und diese ganzen Gedanken, die mich damit beschäftigen, ganz gleich, welche Störungen es auch immer sein mögen, welcher Rucksack du mit dir rumträgst, gib es an Jesus ab. Gib es an Jesus ab. Nimm dir an der Stelle Jesus als Vorbild, der das ablegen kann. Er hat es mit Sicherheit auch an Gott, den Vater, in diesem Moment abgegeben. Tu es an dieser Stelle Jesus gleich. Ich werde es probieren. Ich bin gefragt worden, ob ich nächsten Samstag beim Gottesdienst die Andacht halten kann. Ich habe zugestimmt und ich muss es selbst für nächsten Samstag einfach probieren. Mich darauf einzulassen, mir von Jesus wieder auch für diesen Samstag dann helfen zu lassen, bei der diakonischen Arbeit mitzuwirken. Lass dich auf Jesus ein, das ist das Beste, was du machen kannst. Und mit diesem Motto, wir wollen, dass die Liebe Gottes in allem, was wir tun und sagen, für alle Menschen spürbar wird, ihnen Hoffnung gibt und in ihren Herzen Wurzeln schlägt. Damit drücken wir ja eigentlich genau dieses Herz der diakonischen Arbeit wieder aus, die Jesus in diese Welt gesandt hat. Ich könnte jetzt diese Frage abschließend formulieren: Habt ihr Lust drauf, diesen gemeinsamen Weg mit Jesus einzuschlagen? Und ihr könntet theoretisch jetzt innerlich für euch auch mit Ja antworten. Amen.